trotz Prüfungsspeech David Friedrich jetzt so beliebt wie nie. Er verteidigt seine Spitzenposition auch am 11. Tag. Gestern gab es im australischen Busch für die Teilnehmer des Dschungelcamps eine Überraschung nach der anderen. Nachdem Bachelorette-Hotty David Friedrich, 28, völlig unerwartet keinen einzigen Stern in der Prüfung absahnen konnte, verabschiedete sich auch noch Ex-Kicker Ansgar Brinkmann, 48, freiwillig aus dem Lager. Trotz aller Turbulenzen sind sich die Promiflass-Leser noch immer einig. Dieser Camper verdient die Tropenkrone am meisten. Im Urwald bleibt alles beim Alten, trotz seines enttäuschenden Sterneverlusts im Wasserbecken verteidigt seine Spitzenposition noch immer. Mit 2995 Stimmen, Stand, 2901.2018, 17 Uhr 5126 Voting-Teilnehmer, und damit fast 60% hütet der sexy Schlagzeuger noch immer das erste Plätzchen auf dem Beliebtheitspodest. Mit deutlichem Abstand dürfen sich aber auch Jennifer Frankhauser, 25, und Camp-Mama Natascha Ochsenknecht, 53, freuen. Mit 12,7 und 11,2% verweilen die beiden Frauen auf dem zweiten und dritten Platz. Regenwaldi war Matthias Mangiapane, 34, DSDS-Sternchen Daniele Negroni, 22, Busenwunder Katja Wiedes, 29, und Tina York, 63, halten sich auch nach 11 Tagen Reis und Bohnen im Mittelfeld des Teams auf. Besonders miese Laune dürfte hingegen bei Tatjana Axel, 46, herrschen. Die Millionärswitwe bleibt mit nur 0,5% der Leser lieber weiterhin auf dem letzten Rang. Alle Ergebnisse, 1. Stimmen, 58,4%. 649 Stimmen, 12,7%. 576 Stimmen, 11,2%. 337 Stimmen, 6,6%. 210 Stimmen, 4,1%. 201 Stimmen, 3,9%. 133 Stimmen, 2,6%. 25 Stimmen, 0,5%.